Max Merkel, ein Fußballtrainer, wie es ihn heute nicht mehr gibt, nicht mehr geben kann. Er lässt sich problemlos in eine Reihe der Fußballlehrergrößen wie Udo Lattek, Hennes Weisweiler, Otto Rehhagel oder Otmar Hitzfeld einreihen. Als Spieler war er ein Raubein, ein Verteidiger der harten Schule. Viermal wurde er österreichischer Meister mit Rapid Wien, 1951 auch Gewinner des Metropa Cups, dem Vorläufer der Europapokale. Am heutigen Freitag wäre er 100 Jahre alt geworden. Max Merkel war einer von 8 Österreichern, die aufgrund des Anschlusses durch Hitler Deutschland ein Länderspiel für Deutschland bestritten. 27. August 1939 0:2 gegen die Slowakei. Sein einziges Länderspiel für Österreich absolvierte er erst 13 Jahre später, am 22. Juni 1952 gegen die Schweiz 1:1. Aber Merkel war als Trainer viel interessanter als Spieler. Trainer mit Zuckerbrot und Peitsche, betitelte er seine 1968 erschienene Biografie und enthüllte damit seine Arbeitsphilosophie. Seinen letzten Verein, den Karlsruher SC, übernahm er Ende November 1981 und schaffte noch den Klassenerhalt. Merkel bei Freund und Feind gefürchtet. Danach analysierte er martialisch, beim KSC war eigentlich nur noch die Frage Erste Hilfe oder letzte Ölung zu klären. Einige Spieler sollen sich feste Stricke besorgt haben, um sich lieber gleich aufzuhängen. Ihnen war gesagt worden, nun käme der Erfinder der Streckfolter. Schon vorher hatte sich das geniale Lester Maul, dessen Kolumnen in der Bild von vielen gefürchtet wurden, im Westen der Republik unmöglich gemacht. Als Trainer auf Schalke, Juli 1975 bis März 1976, erklärte er, das Schönste an Gelsenkirchen ist die Autobahn nach München. Prost, Mahlzeit! Aber es ist ungerecht, die Geschichte von hinten aufzurollen. Voller berechtigtem Stolz erklärte Merkel, ich bin als Trainer mit Mannschaften aus 3 Ländern 4-mal Meister geworden. Wer hat das denn schon geschafft? Rapid Wien 1957, 1860 München 1966 1. FC Nürnberg 1968 und Atletico Madrid 1973. Der Klub stieg übrigens im Jahr nach dem Titelgewinn aus der Bundesliga ab. Legendär bleibt sein Auftritt bei den Münchner Löwen. Da gab es die Story, wie er im Training einmal die Alkoholiker gegen die Nüchternen spielen ließ. Als die Alkoholiker 7:1 gewannen, sagte er, sauft's weiter. Das war das Zuckerbrot. Merkel wollte stets die Marie, also Geld. Mit 17.000 Mark Monatsgehalt war er seinerzeit der bestbezahlte Trainer der Bundesliga. Durch seine Zeitungskolumnen verdiente er noch mehr. Sogar die Bayern wollten ihn, aber Paul Breitner und Sepp Maier waren dagegen. So kam Palk Czernay. Legendärer Wiener Schmäh, um zu vermeiden, Streit zu bekommen mit denen, über die er sich lustig gemacht hatte, versteckte Merkel sich bei Trainingsbeobachtungen oft hinter einem dicken Baum oder, falls der nicht vorhanden war, einem korpulenten Zeitungsreporter. Zeitlebens besaß der Sohn eines Preußenoffiziers und einer Wienerin eine Wohnung in Wien-Hütteldorf, dem Arbeiterviertel, wo er am Ende des Zweiten Weltkrieges marodierende Russen mit einem Verteidigertritt aus dem Zweistock die Treppe hinunter expedierte. Seine beißende Ironie, sein Zynismus, damit Wiener Schmäh gepaart, waren unerreicht. Beispiele gefällig? Der Österreicher glaubt mit 18, er sei Pelé. Mit 20 glaubt er sei Beckenbauer. Und mit 24 merkt er, dass er Österreicher ist. Seine Zeit nach dem Fußball verbrachte er in Putzbrunn, einem Dorf bei München. Dort hatte er sich bei Zeiten am Waldrand in einer Sackgasse, wegen der Ruhe, ein Reineckhaus gekauft. Dort lud er gerne Bekannte ein, um alte Anekdoten zu erzählen und seinen jungen Wein, einen grünen Feldliner, zu verkaufen.
Dort hielt er dann auch mit seiner Meinung über Funktionäre nicht hinterm Berg, die wissen nicht einmal, dass Luft im Ball ist. Die glauben, der springt, weil ein Frosch drin ist, ja, so war er, der Max Merkel.